Hey Freunde, es geht weiter mit Alan Wake. Im letzten Part sind wir hier irgendwie da runtergesprungen und haben uns ganz tolle Weh getan. Aber es geht mir schon besser. Es geht mir schon besser und... War da oben gerade ein Lichtchen? Da oben war doch gerade ein Lichtchen. Oh, da ist es wieder. Schau mal, Taschenlampe. Du bist nicht allein. Hey, wollte miteinander reden. Aber wenn die auf uns schießen, müssen wir gehen, ne? Wenn die auf uns schießen, müssen wir leider gehen. Okay, er sieht uns anscheinend nicht. Okay, gut. So, wir werden jetzt anscheinend verfolgt, aber... Nicht mit mir, nicht mit mir. Alan Wake ist ein Überlebenskünstler. Den kriegt ihr hier nicht so einfach. Außer ich stolper. Dann habt ihr eine Chance. Dann habt ihr eine Chance. Was ist das da? Ist das ein Manuskript? Tatsächlich ein Manuskript. Hallöchen. So. Nightingale im Radiosender. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen. Doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Oh, das tut weh. So, gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin und was ist unser Ziel? Oh, komm mal, da unten. Da unten sind ein paar Autos. Ha, das ist aber schön, Moment. Zum Zugdepot. Ach so, nachdem er sich entschlossen hat, ein Fahrzeug im Zugdepot zu finden, macht sich Wake auf den Weg dorthin. Interessant, Mr. Wake. Gut, dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Gut, auf geht's. Oh, guck mal, hier sind ein paar Leuchtfackeln. Yeah, die nehmen wir uns alle mal. Man weiß ja nicht, was man alles hier so begegnet im tiefen, dunklen Wald. Ich verstehe die Dunkelheit irgendwie nicht. Ab und zu will sie uns umbringen und ab und zu beschützt sie uns. Okay, es geht los. Es geht los. Ich muss dahin zur Sicherheit. Schieß, ich habe keine Knarre. Oh-oh. Das war scharf. Das hat gesessen, oder? Das hat gesessen. So, jetzt komm schnell. Eins. Oh. Okay. Jetzt renn weg, du Idiot. Lass das. Genau. Und jetzt. Tschüss. Und jetzt anmachen. Eins. Zwei. Und drei. Genau. Jetzt klappt's, wo alle tot sind. Hey, das nenne ich ein Timing. Oh, Leuchtfackeln. Ja, wie kann ich eigentlich wechseln zu Leuchtfackeln? Drei, vier. So, bin in Sicherheit. Du kannst mir nichts. Haha. Lu. So. Okay. Gut. Hier ist ein Revolver. Sehr interessant. Schön, dass ich es jetzt erst finde. Na gut. So, wir haben jetzt einen Revolver. Den nehmen wir jetzt. Haben wir schon. Blendgranaten. Nein, wir nehmen jetzt erstmal Leuchtpistolen. Die Blendgranaten sparen wir uns auf für Situationen, wo der Weg aussichtslos ist. Was habe ich gerade gesagt? Okay. Tief im dunklen Walde hat der Alan... Brennet, ihr Schweine. Hä? Das gefällt dir nicht, hä? So, Waffe nachladen. Zip. Und weiter voran. Da ist noch so ein Haven, hä? Noch ein Sicherheitshafen? Oder was ist denn das? Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Das ist aber nett, oh? Das ist wirklich gut. So, schalten wir mal ein. Hier eine Blendgranate, gleich gefunden. Interessant. Und noch ein Revolver. Und wo scheint es mir hin? Da hinten ist auch so ein Ding. Vielleicht muss ich alle anschalten und... Guck mal, da oben können wir was aufs Dach. Und hier ist eine Pinkelspur. Hey, nein. Du leuchtest schön weiter. Hast du verstanden? War da gerade was? Nein. Lulu, okay. Ja? Okay, gequietsche und gekrache. Ich nehme nur den die Schrotflinte. Alles okay. Und jetzt muss ich weg hier. Oh Gott. Nicht euer Ernst. Was jetzt, hä? Was jetzt? Welche Hände? Meine? Oh, ich habe die Schrotflinte ausgewählt. Ups. Moment, ich will aber den Revolver. Okay. Heilige Scheiße. Okay, ich muss darauf. Kann ich darauf? Hoppa.
Okay, ich bin hier oben. Was jetzt, hä? Was hier? Oh Gott, nein, sag mir nicht, die können auch hier hoch. Sag nicht, die haben auch die Eleganz einer Ballerina und können hier rauf. Nein, das ist völlig unmöglich. Was jetzt, hä? Na, komm, wirf doch was. Wirf doch was. Oder kannst du nicht so weit werfen, hä? Keine Kraft in den Arm. Komm her, ich erlöse dich. Okay, komm, lad nach. Ups. So, Momento, Momento. Ah, Moment. Moment, ich mach mal was hier. Und jetzt. Friss das! Okay, das war. Das war gut. Das hat gesessen. Ach, komm, 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 lad nach. Und Game over. Phew, das war knapp. Das war knapp. So, und jetzt bin ich hier oben. Gibt's hier oben was? Eine Thermosflasche vielleicht? Nein. Okay. Oh, ich bin ein richtiger Assassine. Habt ihr es gesehen? Okay, nehme ich auf? Ja. Gut. Ja. Gab es hier sonst noch was? Nein, ne? Da hinten ist noch ein Lichtlein. Wir folgen jetzt aber den gelben Punkt da oben. Und hier geht's wahrscheinlich in den Tod, hä? Habe ich recht? Habe ich recht? Geht's hier in den Tod oder ist es hier der richtige Weg? Bitte sagt was. Okay, das sieht aus nach Tod, 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 Tod. Gut. Dann schalten wir das auch nochmal an. So, hey. Jetzt darfst du auch mal ein bisschen scheinen. Was ist das hier? Oh, guck mal. Oh, oh. Oh, oh. Wenn dieses Geräusch kommt, dann heißt es, dass wir nicht mehr alleine sind. Und die Dunkelheit uns töten will. Ach, Mann. Ich dachte, ich krieg sie alle mit einem Schuss, aber die sind hier gezinkt, ist das. Sagt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die festgeklebt. Oder... Okay. Okay, schnell weg hier. Weg hier, weg hier. Da oben ist Licht. Da müssen wir hin. Lauf, 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 lauf. Komm schon, Alan. Gib nicht auf. Ich höre sie. Ich höre sie hinter uns. Ich höre sie. Ach, das ist nur ein Manuskript. Okay. Schön nachladen. Alles klar. So. Manuskriptchen, was willst du mir sagen? F5. Wake wird von einem Bulldozer angegriffen. Ach so. Gut zu wissen. Der Motor des Bulldozers sprang tosend an. Matsch und Steine flogen, als er sich in Bewegung setzte. Er traf die Mauer und landete schwer im Freien. Wäre er ein Tier gewesen, hätte er den Kopf geschüttelt, die Augen auf mich gerichtet und angegriffen. Natürlich besaß er weder Kopf noch Augen. Schatten huschten über seine Gestalt, verformten ihn zum Monstrum. Dann griff er mich an. Oh mein Gott, ist das der erste Boss, den wir jetzt hier treffen? Außer dem Axttypen da? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Ich muss wahrscheinlich rüberklettern oder sowas, ja? Aber das ist ja kein Problem für mich, für den Ezio Alan Vacus. Das hört sich an wie eine Krankheit, wie eine schlimme Krankheit, die ich keinem wünsche. Okay, ich bin drüben. So. Oh Gott. Oh, was ist denn jetzt los? Ach, hier darf ich gar nicht hin. Oh nein. Ich habe mich rausgeklickt. Guck mal, ich kann gar nicht geradeaus. Ups. Dann hüpfen wir mal ganz schnell wieder zurück, ja? Upsala. So, wo ist denn der Bulldozer? Wo muss ich hin? Da lang, okay. Fast hätte ich Alan Wake hier verbuggt. Oh mein Gott. Dann hätte ich mir aber einen Orden verliehen. Hm. Okay, komm. 3, 2, 1. Bertha. Okay. Lauf, 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 lauf. Ah, da lag was, oder? Da liegt doch was. Nein, tut's nicht. Okay, war nur Vogelkacke. Wo renne ich hin? Gegen eine Wand. Eine Mauer. Oh Mann, ich habe so ein ungutes Gefühl. Die beobachten mich doch die ganze Zeit. Die Schweine. Na komm, komm schon, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Hey. So, ich dachte schon, das wäre der Bulldozer. Wir haben mich schon leicht eingepieselt, aber okay. Okay. Ist nicht der Bulldozer. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ist nicht der Bulldozer. Handy, Handy. Hi, Handy. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan, Alan, ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Ja. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Ja, ich glaube, das war ein Papagei. Die Papageisch? Papageie? Okay, es hat... Oh, es wackelt. Es wackelt. Was passiert jetzt?
Muss ich jetzt sterben? Ja, ich bin ganz sicher, dass es ein Papagei war. Da ist eine gelbe Pinkelspur. Weil heutzutage die Papageis... Gott, was ist die Mehrzahl? Ein Manuskript. Die sind in der Lage, dank YouTube. Die schauen sich ja mal YouTube-Tutorials an. Und ich habe letztens einen gesehen, der hat mit mir telefoniert. Ja. So, was rede ich? Manuskripte. Wake wird von einem Besen, wollte ich gerade... Wake wird von einem Besen angegriffen. Oh nein! Von einem Besessenen angegriffen. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von Dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Habe ich das richtig verstanden, dass das Rohr löste sich aus dem stählenden Brückengerüst und dass das Rohr jetzt mich angreift? Noch ein kleiner Boss, ein Zwischenboss vor dem, oh Gott, wie hieß der? Bulldozer, genau. Vor dem Bulldozer greift uns also noch ein Rohr an. Interessant, aber zuerst folge ich der gelben Pinkelspur. Wo führst du mich hin, Pinkelspur? Okay, das ist nur Holz. Ich dachte, das wäre das Gerüst hier, wo das Rohr rauskommt. Alles klar. Darth Vader? Darth Vader ist hier. Ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan von ihm. Oh, ne. Um Gottes Willen. Okay, ist doch nicht Darth Vader. Ganz ruhig. Schrotflintmunition und was in der Kiste. Und? Oh, wir sind in der Kiste. Hey. So. Wer atmet hier? Hallo? Dunkelheit? Wow! Hey! Habe ich also richtig gehört. Das waren... Wow, das sind ja ganz viele! Ah, oh, das ist eine Falle! Ah, oh, nein! Komm schon, lad nach! Gut! Wo sind die? Los! Ja. So, falls da noch einer kommt. Okay, der ist tot. Da war noch einer, hundertprozentig. Den habe ich gesehen. Da ist er! War's das? Jupp, die Musik verschwindet. Gut. Sehr gut. Meine Güte. Die gelben Pinkelspuren sind auch nicht mehr die sichersten. Guck mal, da geht's auch irgendwo hin. Wir sind aber wieder voll am Arsch. Ich glaube, nach dieser Aufnahme suche ich mir erstmal ein Fitnessstudio. Ein kleines Laufband und dann trainieren wir ein bisschen, ja? Wake. Bisschen Ausdauer trainieren, das geht ja hier gar nicht. So. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke. Oh oh. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Ach ja, stimmt. Wir suchen ja ein Auto und das Röhrchen wird uns bestimmt hier angreifen, hä? Habe ich recht? Spiel? Was ist denn das hier? Follow. Okay, wir sollen folgen. Gut. Dann folge ich mal. Oh Gott, hier atmet's wieder. Das heißt, die sind hier irgendwo. Aber wen wundert's auch? Es ist dunkel wie was weiß ich was hier. Und ein perfekter Platz für die... Oh, oh. Ah. Okay, scheint stabil zu sein. Hopp, wer hat dich bewegt? Die Erschütterung oder etwas anderes? Nein? Gut, dann nur die Erschütterung. Okay, weiter geht's. Oh nein! Juh, war das knapp. Aber mein und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Interessant. Oh mein Gott. Die Brücke ist gegen mich. Oh. Was jetzt? Was, wohin? Da lang, oder? Wow. Warum wird's grün? Ich sehe. Bin ich in Sicherheit? Oh. Ah, okay, mir geht's gut. Ach so, ich muss gegen die kämpfen. Ach, verstehe. Okay, wir sind tot. Och nein. Denken Sie daran, auch weniger offensichtliche Orte nach versteckten Gegenständen zu durchsuchen. Okay, danke, Infotext. Ah, diese Brücke. Meine Güte. Okay, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Schnitt, bereite mich mental auf die Brücke vor und im nächsten Part erledigen wir diese Brücke. Diese Blödarschbrücke. Blöde Kuh. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde.